Hey Leute, was geht ab? Sorry, dass ich gerade hier reinsprechen muss, aber ich bin draußen und sonst sind die Autos zu laut. Ich habe vor, einen kleinen Haul zu machen, denn ich gehe nach DM was einkaufen und ja, ich gucke dann mal, was ich hole und zeige euch dann nachher, was ich geholt habe. Ja, aber ihr seht, da hinten wunderschönes Wetter und hier, ja, so, ich wünsche euch viel Spaß dabei und lasst gerne ein Like da und ein Abo wäre auch nicht schlecht. So, ich bin jetzt aus dem DM raus und wir sehen uns gleich, wenn ich zu Hause bin. Ich hoffe, man hat gerade was gehört, weil der Wind ein bisschen stärker ist als gerade. Ja, und ich blende euch gleich mal ein, wen ich noch gesehen habe. Welche Baustelle ich gesehen habe. Ja. So, ich bin jetzt zu Hause, wie ihr seht, und ich muss es richtig einstellen. So, ich habe hier die Tüte und jetzt ein Deo von Balea und übrigens keine Werbung. Das habe ich mir geholt, das weiß ich nicht, wie es riecht. Gucken wir mal. Oh, es riecht gut. Also wenn man Früchte mag, so Äpfel, Himbeeren, dann ist es lecker. So. So. Und dann habe ich mir einen Schaumfestiger geholt. Für wenn ich meine Haare mal mache. Und dann halt Pads, die brauchte ich, weil wir keine mehr hatten. Und sonst kann ich mein Gesicht dichter abschminken. Ja, und reinigen. Sonst muss ich nachts so schlafen, wie ich jetzt aussehe. Und dann ist mein Bett nachher voll. Und das wollen wir ja nicht. Und tut mir leid wegen dem Licht die ganze Zeit hin und her. Boah, mein Zimmer ist so schlecht beleuchtet. So. Noch ein Deo von Balea. Wieder keine Werbung. Das alles keine Werbung. Ja, das habe ich mir geholt. Das riecht. Oh, wenn man Wassermelone mag, ist es herrlich. Einfach reiben. Ja. Steht es ein bisschen mit dem Bilder, egal. Und Masken habe ich mir geholt, damit ich meine Pickel schnell wegkriege. So, nochmal. Davon habe ich mehrere geholt. Die habe ich jetzt aber alle ausgepackt. Ja, und habe eins noch drin gelassen. Ja. Und wieder ein Deo. Auch vom Balea. Alles von Balea von mir hier. Magic Wonderland. Okay. Super. Passt. Riecht. Nach. So, warte mal. Ah. Das riecht nach frisch geduscht. Das ist super. Wirklich sehr, sehr super. Für mich. Nächste sind Augenpads. Auch wieder keine Werbung. Ja, die brauche ich halt für nämlich für sonntags. Ja, um halt zu entspannen. Dafür benutze ich auch immer die Masken. Für sonntags halt zum Entspannen. So, nächste. Wieder Augenpads. Diesmal in Gold. Und normal Form. Diesmal keine Herzenform. Upalala. Oh,
ein Rasieröl für meine Beine und meine Arme. Ja, weil sonst sehe ich aus wie ein behaarter Mann. Jetzt oft so. Und das letzte müsste das sein. Ein Essenslippenstift in dieser Farbe. Ich liebe diese Farben. Das ist immer so schön. Und wenn man das so verreibt, dann sieht das aus, als hätte man irgendwie so eine kleine Wunde oder so. Das ist sehr, sehr schön zum Prägen. Ja, ich guck mal eben. Ha, hab doch noch was. Hab doch noch nicht alles rausgeholt. Wieder eine Maske. Ja, wie gesagt, für sonntags benutze ich die. Umbleiben. So, und ein Lipgloss mit, damit der besser hält. So machen die Blogger da ja immer. So, hoffentlich sieht man's. Ja, den benutze ich halt immer an Festtagen oder so. Also nicht oft, deswegen muss ich mir den höchstens einmal im Monat kaufen. Aber nicht so viel. So, und das nächste ist, das vorletzte, ist das. Das benutze ich auch sehr, sehr oft sonntags für meine Peeling-Lippen. Ja, ich habe ja Peeling-Masken, dafür brauche ich auch was für die Lippen zum Peelen. Jetzt ist die runtergefallen, egal, ich habe das eh schon in der Hand. Das letzte, Nivea-Creme. Ja, die benutze ich halt auch immer, wenn ich abgeschminkt bin, dann tue ich die drauf. Ja. Das war jetzt so mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, würde mich um einen Daumen nach oben freuen. Und nochmal, tut mir leid für das Licht. Es nervt. Es nervt total. Ja. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss! Солодке життя. Щоб гарно клювало, треба годувати малюка.
Danke. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто. А тепер ти шукай.